So, mal wieder eine Aufnahme starten hier. Für mich wieder ein paar Wochen vergangen. Ich habe in der Zeit mein Mikro verliehen an einen Kollegen von mir, den Elektrohexe, der ja auch bei Magicka mitspielt. Mittlerweile habe ich auch schon mit Alice The Madness Returns angefangen. Wird, denke ich mal, bis der Part hier oben dann schon längst hochgeladen sein. Hey, mach die Tür wieder auf. Jetzt habe ich mein Mikrofon wieder bekommen, war eben verliehen. Und mir fällt ein, ich werde es auch heute Abend gleich wieder verleihen. Oh Mann, oh Mann. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht. Jetzt bin ich sehr, sehr schön. Und werde jetzt hier einfach mal schauen, Quartier des Captains und so. Da fiel mir auf, da muss ich die Ladebildschirme nochmal modifizieren, weil ich die ja rausgenommen habe, damit es schneller lädt. Privates Terminal, ungelesene Nachrichten. Haben wir irgendwie... Fuck, ich weiß doch nicht, was jetzt hier neu ist. Okay, den haben wir. MSV Corsica, letzte bekannte Andockkoordinaten. Information erhalten. Zielkoordinaten, Jarahe-Station im Straubensystem Adlernebel. Datenauswertung und... Ja, was soll's da hingehen? Okay. Auf Wunsch eines Abonnenten, der gemeint hat... Ey, bist du so ein Spacko? Die ganze Zeit drehst du ja von der Citadel und fährst nicht hin. Möchte ich einfach mal auf die Citadel mal wieder fahren? Ja, auf die Citadel fahren. Jetzt wollte ich hier einfach nur die Aufnahme kurz beenden für den Ladebildschirm. Halt die Schnauze! Und hab die ganze Zeit auf die falsche Taste gedrückt, ich Trottel. Ich habe die Berichte über Horizon gelesen, Commander. Was sie dort getan haben, war ganz erstaunlich. In dem Bericht stand, dass Ashley Williams dort war. Wie ist es gelaufen? Netter Fick. Es war schön, Sie zu sehen. Hegen Sie starke Nackt. Gefühle für Sie? Ich werde einfach mal... Ich würde fragen. Würde es Sie stören, wenn es so wäre, Kelly? Nein, ich sorge nur dafür, dass mein Commander nicht durchdreht. Ich versuche nicht, eine Freundin zu sein oder sowas. Wie auch immer. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Haben Sie mal einen Moment. Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Ich glaube, er ist verkackt. Ich gehe besser. Okay. Vielleicht reden wir später miteinander. Okay, Jacob will mit mir reden. Der war, glaube ich, hier drin. Natürlich. Commander, tut mir leid, ich bin ein wenig unkonzentriert. Eine persönliche Sache. Wird aber meine Pflicht nicht beeinträchtigen. Für meine Crew habe ich immer Zeit. Was liegt an? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Sie vergeuden meine Zeit. Kommen Sie zum Punkt. Was ist geschehen? Mein Vater war erster Offizier auf einem Schiff, das vor 10 Jahren verschwunden ist. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Sein Schiff, die Hugo Gernsback, hat letzte Woche SOS gefunkt. Sie ist abgestürzt und fordert nun Rettung an. Einfach so. Aus dem Nichts. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Möchten Sie, dass wir uns das Wrack mal ansehen und feststellen, ob es echt ist? Wenn die Koordinaten nicht so weit ab von unserem Kurs liegen, könnte man zumindest das Wrack überprüfen. Und wer weiß, vielleicht ist dort ja wirklich noch jemand am Leben. Ich möchte außerdem erwähnen, dass ich normalerweise nicht so einfach nach SOS-Signalen suche. Es wurde über die Cerberus-Filter meinem persönlichen Log zugestellt. Okay, nicht, dass die Cerberus da was plant. Gibt es einen Hinweis, dass das Ganze mit Cerberus zu tun hatte? Wer hat Ihnen das Signal geschickt? Ich bezweifle, dass der Unbekannte eine Operation so lange ruhen lassen würde. Wenn es eine Verbindung gibt, geht es vermutlich nur um Geld. Cerberus unterhält zahlreiche Unternehmen, um Projekte zu finanzieren wie... Naja, wie Sie. Und wer immer mir das geschickt hat, hat seine Spuren verwischt. Vielleicht will er, dass ich ihm nun einen Gefallen tue. Oder er will mich in eine emotionale Zwangslage versetzen. Wer weiß das bei solchen Typen schon? Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Okay, noch ein Jäger fliegen. Das können wir eigentlich gerne machen. Ich mache hier mal einen Speicherpunkt.
Ach du Scheiße. Ich habe jetzt gerade noch die letzten drei Aufnahmen angesehen, habe gemerkt, dass ich euch jetzt ziemlich Schmerzen bereitet habe, weil meine Stimme einfach zu laut war. Ich hoffe mal, das hat sich jetzt gebessert. Okay, Leute, jetzt nochmal, klar, der Schnitt war jetzt ein bisschen kacke. Ich habe jetzt nochmal was ausprobiert wegen dem Sound. Und mir ist aufgefallen, ich habe da außerdem die falsche Quelle genommen. Ich hoffe mal, das hat jetzt nicht zu sehr gestört. Und ja, jetzt geht's weiter wie gewohnt. Muss ich nächstes Mal immer darauf achten, wenn ich das Mikrofon wieder zurücksteck. Da will ich nicht hin. Ich würde jetzt eigentlich noch schnell gerne mit Miranda reden, aber... Ach, ich suche jetzt die Citadel auf. Das kann jetzt auch mal warten. Nur hat der Trolli keine Ahnung. Ja, ich wollte zu... Oh. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Tech Lab. Ah, ne, die ist hier ein Stockwerk tiefer. Mannschaftsquartiere. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Ladebildschirme mit reinpressen kann in die Aufnahme. Da sie ja jetzt ein FPS haben durch das... Ups, Entschuldigung. Da sie ja jetzt ein FPS-Signal haben. Was ich wollte, die Ladebildschirme mit drin haben. So lang sind sie zwar nicht, aber ich finde sie trotzdem eigentlich relativ störend, wenn ich jetzt so ein fließendes Let's Play anschauen möchte. Müsst ihr entscheiden. Einfach in die Kommentare reinprügeln. Yo, ich will die Ladebildschirme sehen oder nein, ich will sie nicht sehen. Machen wir es doch einfach so. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Ich krieg den Reißverschluss meines Kleids nicht mehr auf. Was ist los? Sie erinnern sich doch, dass ich erzählt habe, mein Vater wolle eine Dynastie errichten? Es gab noch einen Grund, warum ich Cerberus um Schutz gebeten habe. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Sie glauben also, dass Ihr Vater Sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Was wissen Sie über Ihre Schwester? Sie ist mein genetischer Zwilling. Wir sind identisch, aber sie verdient ein normales Leben. Und das wird sie auch bekommen, koste es, was es wolle. Weiß die Familie ihrer Schwester davon? Ist sie mit der Umsiedlung einverstanden? Sie wissen nichts. Sie haben mit all dem nichts zu tun. Sind völlig normal. Ich habe Cerberus informiert und sie werden eine einleuchtende Begründung für die Umsiedlung finden. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Okay. Im Tassale-System. Die Mission möchte ich dann doch gerne machen, da Miranda dann für uns, also möchte ich gerne so machen, ein wichtiger Charakter wird. Fahrstuhl benutzen, wieder ins KIZ. Fällt mir auf, im Ladebildschirm kann ich so unangenehme Sachen... Nachrichten für Sie, Commander. Danke, dass du es mir dann sagen musstest. Dass ich so unangenehme Sachen wie Husten machen kann. Okay, Horizon. Ich klinge immer bescheuert, wenn ich diese Stimme mache. So, wo fliegen wir denn hin? Alt Unaforsch, sagt er mir. Whee! Prospect, Prospect, Prospect. Schauen wir nochmal, was hast du so zu bieten? Eigentlich brauchen wir eh bloß noch Element und Iridium. Da war ein bisschen Iridium. Starte Sonde. Und eigentlich habe ich schon wieder keinen Bock, das nachzuschauen. Nein, nein. Venture. Findet man hier was, was man brauchen könnte? Da war Iridium. Okay, da ist ziemlich viel Palladium drin, aber das haben wir eigentlich bei jedem Planeten. Den haben wir auch noch nicht. Oh, Entdecker. Danke, dass ich es lesen durfte. Watchman!
Du siehst aber nach einem ziemlich langweiligen Texturprojekt aus. Das ist ein Iridium. So, irgendwie noch. Da war nochmal Iridium, wenn ich es nochmal finde. Oh, jetzt habe ich voll den kleinen Balken genommen. Naja, ist auch egal. Hey, ich will hier raus. Also durchs Massenportal. Miau. Wohin fliegen wir denn? Lies ich da ernsthaft Rosettennebel? Es ist irgendwie ekelhaft. Ah, Citadel. Also auf Wunsch. Wow, das war schnell. Auf Wunsch der Abonnenten schauen wir also zur Citadel. Hallo Citadel. Lange war's her, lange war's her. Sieht scheiße aus. Vermutlich von den längst ausgestorbenen Proteanen erbaut. Was haben wir denn für eine Bevölkerung? 13,2 Millionen ohne die Keeper. Die Keeper, wenn ihr euch zurückerinnern könnt, das waren die, wie kann man die jetzt nennen? Die Gottesanbeter-Viecher, nenne ich es jetzt mal. Die nur da waren, um das Zeug zu verwalten. Ja, dies Zeug zu verwalten. Ich hoffe, da war jetzt kein Schnitt drin. Wenn, ja, ist ja auch egal. Und ja, damit das Ganze nicht aus den Rudern läuft. Und wir docken einfach mal an. Wow. Ja, so haben wir es in Erinnerung. Auf der Citadel ging Mass Effect 1 zu Ende. Schickadelic. Sieht aber wirklich cool aus. Ja, jetzt haben wir hier einen Ladebildschirm. Ist natürlich jetzt kacke gelaufen, wusste ich ja nicht. Aber damit ihr hier mal ein bisschen coole Bilder seht, hier rechts Da Vinci, in der Mitte haben wir einen DNA-Strang. DNS-Strang. DNA ist ja Englisch, DNS ist Deutsch. Und anscheinend geht's nie wieder weiter. Ja, wir nehmen den mit. Ich möchte gerne Garrus alleine fahren, will er nicht. Dann nehme ich mir den Grunt. Oh, Momentchen mal. Ich würde Jack gerne mitnehmen, weil die ist so schön sauer. Und dann nehme ich irgendwie eine Kumpeline, bei der ich gestern war. Na, ist ja auch egal. Garrus oder Grunt? Ich werde mich mal für Garrus entscheiden. Da habt ihr auch gut rumgemeckert in Mass Effect 1, dass ich den zu selten mitgenommen habe. Wollen wir das doch hier nochmal aufholen. Yo, Adrenalinstoß. Wie fahren wir denn 4 Gruppenpunkte? Da hätten wir auch den Adrenalinstoß. Disruptor oder Brandmunition wäre auch eine Idee. Ich nehme mal den Adrenalinstoß, den zweiten. Und was macht denn Brandmunition nochmal genau? Feuerschaden 20% über 3 Sekunden. Es ist die Frage, ob das so stark ist, weil wenn ich konzentriere mich eh immer auf einen Feind. Betäubungsschuss explosiv, der einen Gegner umwirft und Schaden zufügt, wodurch sie für weitere verwundbar werden. Den könnten wir uns eigentlich mal holen. Holen wir uns mal den hier. Hey. Zwei Gruppenpunkte haben wir. Ziehen wäre was oder Subject Zero. Checks ihre Experimente, bekommt mehr Gesundheit, mehr Waffenschaden und Aufladezeit von Kräften wird verringert. Dann hau ich erstmal in Ziehen nochmal rein. Und Garrus, du alter Schnuckel. Hast deine Rüstung immer noch nicht gereinigt? Mann, was soll denn was denn werden? Überlastung habe ich mal noch rein. Oder Betäubung. Ich habe noch Überlastung mit rein, die können wir auch brauchen. Und wir holen uns trotzdem noch die Brand-Munition. Jo. Auf geht's. Das ist jetzt echt cool gemacht, die Kameraeinstellung. Okay, und uns wird freie Handlung überlassen.